Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 3 Mission Live. Jetzt ist wieder ein paar Tage ins Land gegangen, genau in Zone 2, wo wir das letzte Mal hier gespielt hatten. Für euch natürlich nur ein Tag. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ich glaube die letzte, die Spielstände, die, genau, Verkehrskontrolle, wir sollten irgendwie Geschwindigkeitsüberschreitung, bla bla bla. Also Leute, die Geschwindigkeit übertreten haben, anhalten, und was wir da jetzt genau machen müssen, weiß ich gar nicht mehr. Aber da wird bestimmt mal irgendwie ein Unfall oder so passieren, tippe ich mal. Mal gucken. Na. Dazu. Ah, was ist hier los? Ist mir jetzt gerade das Spiel abgeschmiert? Oder dauert das immer so lange? Hm. Na, warten wir noch ein wenig. Hallo? Ah, ich habe gerade was gehört. Ah, perfekt. Doch, ich habe geschnitten. Unsere Fahrzeugkontrolle beginnt jetzt. Alle Fahrzeuge, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit übertreten, sind zur Kontrolle auf den Parkplatz zu leiten. Und alle anderen Fahrzeuge sollen ungehindert passieren können. Okay. Denn, und wie genau überprüfe ich das jetzt? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach Mensch, warte mal. Hier mal aufmachen. War das da? Genau. Also da sind wir. Gut, wir brauchen jetzt ja Kontrolle auf den Parkplatz, da einfach so ungestört passieren können. Ja, ist mir klar. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ach du heilige Scheiße. Ein Helikopter? SW-Sonderwagen? Mannschaftstransportwagen? Ach du heiliges. Und wieso öffnet sich gerade Cortana bei mir? Keine Ahnung. Ja, blaues Fahrzeug mit 25 Stundenkilometer über die zukünftige Höchstgeschwindigkeit gemessen. Was für ein. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Dieses hier oder was? Welches Fahrzeug denn? Hab ich gar nicht gesehen. Oh. Ach, oje, oje. Ja. Achso. Ja, aber... Hä? Leute, ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich jetzt hier überhaupt machen soll. Großes Fahrzeug mit 37 Stundenkilometern über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Fahrzeug auf Parkplatz bleiben. Aber wie? So, soll ich jetzt da hinfahren oder wie, oder was? Auf dem Weg, schon unterwegs. Bin unterwegs, schon unterwegs, unterwegs. Wie denn? Wie soll das funktionieren? Oh, ich muss doch mal den Spielstand laden. Nee, Verkehrskontrolle. Nein, nicht speichern. Quatsch. Da. Ich lade dich nochmal, weil ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich das da machen soll. Oder wie ich das machen soll. Was ich machen soll, weiß ich ja. Unsere Fahrzeugkontrolle beginnt jetzt. Ja, das ist schön. Und. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit übertreten sind. Fahrzeuge sollen ungehindert passieren können. Ja, alle zu schnell Fahrzeuge umleiten. Ist okay. Mach ich. Ja. Mal Polizei. Bestimmt brauche ich den, ne? Der BRC, Polizeihelikopter, kann mehrere Funktionen erfüllen. Er dient zum schnellstmöglichen Transport von Polizeieinheiten und ist in der Lage, Zivilfahrzeuge und Personen automatisch zu verfolgen. Mit einem speziellen Suchscheinwerfer, der sich am Boden des Helikopters befindet, kann das Gelände unter dem PHC beleuchtet werden. Über die Außenlautsprecher des Helikopters können die Insassen eines Gebäudes dazu aufgefordert werden, diese zu verlassen bzw. zu evakuieren. Der PHC wird zwar während des Fluges nicht von Straßen und Terrainbeschaffenheit beeinflusst, benötigt aber einen geeigneten freien Platz zum Starten und zum Landen. Der PHC gab es zu zwei beliebige. Also ich denke mal, wir brauchen den, weil... Schütze? Polizist? Okay. Ja, irgendwas wird da passieren, weil sonst wäre der bestimmt jetzt in dieser Mission nicht freigeschaltet. Also das ist jetzt mal meine Vermutung. So, und der Sondertransportwagen, was haben wir hier? Eine Blendgranate und eine Straßensperre, aha. Der SW-Sonderwagen ist im Prinzip ein gepanzerter Mannschaftswagen der Polizei. Er wird zum Transport von Polizeikräften und Ausrüstungsgegenständen in gefährlichen Situationen, zum Beispiel auch unter Beschuss, eingesetzt. Auf verhaftete Personen können in ihm transportiert werden. Folgende Ausrüstung finden Sie an Bord. Blendgranaten und Straßensperre. Das SW kann bis zu 6 beliebige Polizeieinsatzkräfte und oder bis zu 4 zuvor festgenommene Zivilpersonen transportieren.
Boah, machen wir so mal, ne? So, und dann... Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen eigentlich nur einen Streifenwagen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wo sind denn meine Fahrzeuge? Achso. Aha, da ist mein Helikopter, alles klar. Schon unterwegs, auf dem Weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. 20 Stundenkilometer über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Fahrzeug auf Parkplatz leiten. Ja, aber kann ich mit denen hier nichts machen? Auf dem Weg. Ja, aber wie leite ich den denn um? Verdammt nochmal. Hä? Du sollst... Auf dem Weg. Was ist aus dem Weg? Auf dem Weg. Mal, steig mal aus. Ich kann aber sonst hier nichts machen. Los geht's. Bin unterwegs. Kann ich mit dem Helikopter irgendwas machen? Wo ist er denn? Ja, bleib doch mal ganz ruhig, meine Schnuggis. Da, dieses rote Fahrzeug. Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Infoleiste, nee, bleibt natürlich. Einsatzbefehl zu schnell Parkplatz umleiten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Fahrt mal beiseite. Fahrzeuge, die zulässige Höchstgeschwindigkeit übertreten. Irgendwas muss ich doch hier mitmachen, oder? Oder muss ich das anklicken und dann den entsprechenden Wagen? Da kommt mal ein Wagen jetzt nochmal. Tut mir leid, Leute. Ich habe jetzt gerade nicht die blasseste Ahnung, was ich hier machen soll. Ich weiß auch nicht, wofür wir jetzt den Helikopter vielleicht brauchen. Was? Wir müssen unauffällig bleiben. Zieht euch. Ja, denn. Geht mal dahin. So, ihr fliegt auch mal hier hin. Könnt ihr hier nicht landen? Lande mal. Und du? Geh mal. Das ist irgendwie schwerer, als ich mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Aha, ein schwarzes Fahrzeug. Genau. Müssen wir mal gucken. Kann ich den jetzt so anklicken? Nee. Ach Mensch. Ja gut, das Video hatten wir ja schon gesehen. Im Bereich der Landschaft für Tempelbewahrung des Verkehrs startet leiden Sie die Fahrschale, Radarfall automatisch erfasst werden von der Straße weg. Weil mir nachher achten Sie darauf, ausschließlich Fahrzeuge wegzuleiten, die Höchstgeschwindigkeit übertreten haben. Ja, sagt ihr mir denn auch wie, verdammt nochmal? Ah, warte mal. Leiten Sie mit dieser Einsatzkraft Fahrzeuge auf dem Parkplatz um. Rechtsklick auf die Einsatzkraft und dann linksklick auf das Umleiten-Symbol. Ach, ja toll. Das soll man auch vorher wissen. Okay. Gut, probieren wir es nochmal. Das wird ja hier... So, kann da auch nochmal wieder einer kommen? Blaues Fahrzeug, ne? Nein! Ja, ja. Sorry. Das war einer zu früh. Aber du kannst weiter. Ach, scheiße. Redet er jetzt mit denen?
Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ah ja. Gut, ich glaube, ein Fahrzeug da ist wohl nicht ganz so extrem. Rotes Fahrzeug mit 37 Stundenkilometern über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Rotes Fahrzeug? Kommt denn als übernächstes, alles klar. Auf dem Weg. Die ganze Mission jetzt. Besteht die ganze Mission jetzt nur daraus, hier die Fahrzeuge umzuleiten? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben ein schwarzes Fahrzeug mit 22. Schwarzes Fahrzeug? Okay. Achso, das ist denn der nächste. Ist doch schwarz, oder? Auf dem Weg. Achso, und dann geht das hier automatisch an. Alles klar. Naja, sowas gehört auch zu der Arbeit der Polizei. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Unfall! Oh je. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße. Scheiße, siehst du, ich wusste doch, wir brauchen doch noch den Helikopter. Sofort mal so, Schütze. Hier. Nehmen wir nochmal hier. So. Wo läuft der denn jetzt längs? Und wieso ist meine... Da. Hey, wo läuft der denn jetzt längs? Da oben, oder was? Stopp. Fahr doch mal hin jetzt hier. Scheiße, wo war denn das? Da ist er. Fliech da mal hin. Hier landen. Lauft! Oh je! Hier fliegen! Das ist ja wohl Scherz jetzt, oder? Landen. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Na los. So, und du? Im Fahrzeug transportieren. Eieiei. Er wurde angeschossen. Ist auch nicht schön. Wobei, dafür, dass er angeschossen wurde, steht er noch ganz gut. So, dann schmeißt die mal rein da. Ja, das habe ich ja auch eben schon gedacht. So, du zurück zur Basis. Wo war die? Wo war das? War das irgendwo hier? Ach, oh je, wo war denn das? Das muss doch hier gewesen sein, oder nicht? Hier ist er längs gefahren? Oh je, Mine, okay. Wo ist denn das Fahrzeug jetzt hin? Er ist da... Ach, Mensch, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Er ist doch hier eben irgendwo runtergefallen. Also das Fahrzeug. Oder? Ne, warte mal, dann gehen wir doch einfach diesen Weg längs. Da. Aha. Ja, denn. Aber mal jetzt hopp hopp. So, du fährst damit hin, bitte. Oh. Irgendwie weiß ich nicht, ich komme mit der Steuerung hier noch nicht ganz zurecht. Auf den Weg.
Da. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, jetzt fahren wir los da. So, aber dann hole ich nochmal, da ist bestimmt eine verletzte Person drin, wenn sie es schon sagen. Hier, Noteinsatzwagen. Den Notarzt und du. Ja, so. Fahrzeug eingetroffen. Na, kommt mal her hier. So, ihr beide. So, ihr sollt da bitte auch hin. Bin unterwegs. Sehr schön. Auf den Weg. Bin unterwegs. Aussteigen. Oha, da haben wir auch viel mitgenommen. So, mal. Da ist eine Blendgranate, eine Straßensperre. Ne, eine Blendgranate. Wir brauchen wieder. Brauchen wir. Ach, scheiße, wir brauchen hier einen Feuerwehrwagen. Ach, oh je. Ne, Tanklöschfahrzeug nicht. Da. Guck mal, was ist denn? Achso, der Abschleppwagen. Ja, die brauchen wir natürlich auch. Ne, das brauchen wir. So, dann mal aber mal los da. So. Hallo. Danke. So. Ihr beide, fahrt da bitte auch hin. Gott, hier voll der Großeinsatz für eine. Warum alle könnt. Ach Mensch. So. Was denn? Weg mit euch. Warum mal, du kannst eigentlich auch wieder nach Hause. Dich habe ich zu unnütz mitgenommen. Oh je, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme hier. So, und ihr könnt da jetzt wieder rein. Einsteigen. So, einsteigen. Fahrt mal erstmal aus dem Weg. So, ja gut, das dauert noch. Ich brauche hier den anderen, ihn hier. Komm mal her hier. Boah, ist ja laut. Geht denn mit dir ab? So, raus. Scheinwerfer an. Nee, aussteigen. Dann einmal du. Da brauchst du einmal hier die Rettungsschere. Und dann hier einmal rausschneiden, bitte. Ihr könnt auch schon mal hinfahren, weil das mit Sicherheit eine verletzte Person drin ist. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Schon unterwegs. Ja. Ja, natürlich, siehst du? Wird gemacht. So, dann war es das eigentlich auch schon wieder, oder? Auf dem Weg. So, ihr könnt auch wieder einsteigen. Wie geht's dem Herrn denn? Naja, gut, hält sich noch in Grenzen. Aber mal, ihr könnt doch eigentlich den schon mal abschleppen. Dann könnt ihr eigentlich nach Hause. Ach Mensch, was mache ich denn immer hier für einen Mist? So. Ja, ja, So, dann könnt ihr nämlich nach Hause. So, wie geht's dir jetzt? Du kannst auch wieder zurück zur Basis. Ne, zurück zur Basis da. Ihr könnt eigentlich auch schon wieder nach Hause. Was sollt ihr alle hier? Gut, das sieht auch gut aus. Da kannst du wieder einsteigen. Ihr sammelt ihn ein. Mann, der blutet aber ganz schön. Achso, die laufen aber auch. So. Zack. Voller Blutfleck. Na, lecker. So. Genau. So, und jetzt zurück nach Hause. Und dann sollte es eigentlich auch schon gewesen sein, oder? Schauen wir mal. Ja, habe mir schon gedacht. Das war's mit der Mission. Und, tja, wir haben 9 Minuten gebraucht. Benötigtes Budget 550, veränderte Personenschäden. Alles perfekt. Gesamteffizienz 100%. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, einfach weil wir ein Fahrzeug im Inventar haben, was wir nicht hätten umleiten dürfen. Das Budget haben wir eigentlich sehr wenig benutzt. Mhm. Perfekt. Ja gut, war jetzt auch nicht so mega schwer, wobei ich, war schon mal interessant in einer kleinen Schießerei. Ja, ich würde sagen, ich beende hier die Aufnahme. Wir sehen uns bei der nächsten Mission wieder und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.